Delicious. Hey Leute, was geht ab, Boys? Und willkommen hier zum nächsten Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Willkommen zu dem Battle WM2018-Sticker versus WM2014-Sticker. Ich habe die beiden neuesten WM-Sticker-Serien von Panini am Start. Die WM2018 natürlich, die aktuellste, die deutsche Version, ist ja klar. Damals gab es noch nicht so eine Edition, sage ich mal, so eine deutsche Edition. Da sahen alle Sticker-Tütchen gleich, also ich glaube, es gab auch blaue Tüten oder rosa Tüten, aber die deutschen Sticker der WM2018 haben jetzt hier so eine Deutschlandfahne mit drauf, dass man erkennt, dass es die deutsche Version ist. Und diese Sticker-Serie, die 2018er Russia-Serie, tritt heute an gegen die 2014er Brasilien-Serie. Also WM2014 natürlich in Brasilien, die WM2018 in Russland. Und ich bin gespannt, wer sich hier heute durchsetzen wird und den Gesamtsieg holen wird im Unboxing-Battle hier auf Packs United. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ne? Wir starten mit der ersten Runde. Wir starten mit den WM2018 Stickern. Da haben wir Portugal Mannschaftsfoto, könnte ich jetzt sagen, Ronaldo ist drauf. Ronaldo, nein, die zählen natürlich nicht. Wir gucken nur auf die Porträtsticker. Salman Alfaray, Gelson Fernandes, Andreas Christensen und Andres Guardado. Ich würde sagen Guardado oder Christensen, aber die Brecher, sage ich mal, sind jetzt nicht dabei gewesen. Mal schauen, was wir im 2014er Sticker-Tütchen bekommen. Moises Munoz, Rakitic, Mexiko, Frankreich-Logo und Fatau Dauda. Ja, Ivan Rakitic wird es wohl machen, oder? Was sagt ihr? Also für mich ist Ivan Rakitic besser der kroatische Nationalspieler als Christensen und als Andres Guardado. Und das ist das 0:1 für die WM2014er Sticker-Serie. Ist ja auch die Weltmeisterserie, ne, von uns. Also von uns Deutschen, deswegen muss die eigentlich gewinnen. Und ich sehe hier was, Leute, das ist ein deutscher Nationalspieler, Borussia Dortmund, wer kann das sein? Götze? 1,76 groß, das ist doch Götze. Obwohl, nee, Kilogramm, da muss doch eigentlich 120 stehen. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, ich hatte recht, das ist unser, ja, WM-Held quasi. Unser WM-Held in der WM2018-Sticker-Serie, das ist mal nice. Mario Götze lege ich mal raus, ist natürlich kein schlechter. Keita Balde, Thibaut Courtois ist aber natürlich besser als Götze in meinen Augen. Und deswegen lege ich Götze weg und Thibaut Courtois bleibt hier im Bild liegen. Und schafft es Thibaut Courtois, der belgische Nationalkeeper, den ersten Punkt mitzunehmen? Gegen Baines auf jeden Fall. Und hier seht ihr es. Die englischen Trikots damals bei der WM 2014, WM 2010, hatten immer weiße Trikots an. Also die Engländer hatten weiße Trikots an und die WM2018-Sticker-Serie ist die erste Serie, wo Panini mal die England-Rechte hat. Also da haben die englischen Nationalspieler ein richtiges Trikot an und nicht nur ein weißes Shirt. Barantes, Ki Sung-jung, Admir Memedi und Michael Essien. Ja, die bringen alle nichts. Thibaut Courtois 1-1. 1:1 und jetzt kommen wir zur finalen, letzten, spannendsten, ultimativen Runde. Bam. Let's go. Wen haben wir hier? Miguel Araujo von Peru. Brian Oviedo. Maya Yoshida. Da muss er nochmal ein guter kommen. Sidi B. Und Cedric. Was ist hier los? Ah, Cedric, Sidi B. Aber ich bin eher bei Sidi B, glaube ich. Eieieiei. Ja, das war's. Das war's. Das war's, Jungs, Mädels. Kevin De Bruyne. Beasley, Janmaat, Guardado und hier ein Stadionsticker. Ja, Sidi B, da kannst du nichts anrichten, Cedric auch nicht. Selbst bei dem Doppelpack würden De Bruyne in meinen Augen nicht schlagen, weil De Bruyne ist einer der besten weltweit. Aktuell auf der Welt halt. Weltweit auf der Welt, ja. Stark wechseln halt. Auf jeden Fall 1:2. 1:2 ist der Endstand hier zwischen den Serien WM2018 und WM2014. Wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich es nochmal machen soll. Schreibt es unten in die Kommentare. Natürlich seh ich es auch anhand der Däumchen. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen raushauen. Und natürlich auch abonnieren, falls ihr noch nicht Abonnent sein sollt. Hier von dem wunderschönen, geilen, nein, Spaß beiseite. Ja, einfach abonnieren solltet ihr, oder wollt ihr, wenn ihr halt keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Das war's aber jetzt wirklich von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.